Am 26. Juli begann Greenpeace mit der Versenkung von Granitsteinen vor der Ostseeinsel Rügen. Damit, so die Umweltorganisation, soll das von der Bundesregierung ausgewiesene Schutzgebiet Adlergrund vor der Zerstörung durch Grundschleppnetze geschützt werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat die Aktion tags darauf geprüft und schließlich verboten. Greenpeace fuhr dennoch fort. Bis zum 28. Juli wurden nach Angaben der Aktivisten rund 60 teils tonnenschwere Steine versenkt. Behörden und Fischer seien über die Koordinaten der versenkten Findlinge informiert worden. Deutschland hat fast die Hälfte seiner Nord- und Ostsee unter Schutz gestellt, aber das ist tatsächlich nur auf dem Papier. Das sind Grenzen von Schutzgebieten, die in irgendwelchen Seekarten sind. Tatsächlicher Schutz im Wasser findet so gut wie gar nicht statt. Vor allen Dingen die zerstörerische Fischerei mit Grundschleppnetzen ist in den Schutzgebieten nach wie vor erlaubt. Mark zufolge hätte das Bundesumweltministerium bereits im Frühjahr 2019 angekündigt, unter anderem im Adlergrund die Grundschleppnetzfischerei verbieten zu wollen. Dem Meeresbiologen zufolge wurde bei Tauchgängen im Adlergrund festgestellt, dass von Steinen der Bewuchs mit Miesmuscheln und Algen abrasiert war.